Willkommen zu einem neuen Video von Queer Stylity und herzlich willkommen zu einem neuen Video zur Bastelreihe Hashtag Jaros Kreativkarten. Ja, wie bereits angekündigt, kommt jetzt jede Woche Samstag um 11 das Video für diese Aktion und die Themen für diese Woche lauteten Silber, Schrift und Knöpfe. Ich habe mir hier schon mal meinen Kartenrohling in einer naturweißen Farbe vorbereitet und dann habe ich beschlossen, mit einem etwas ungewöhnlicheren Material zu arbeiten, und zwar mit Moosgummi. Und da habe ich mir jetzt hier so ein paar Herzen ausgeschnitten, ja. Und diese Herzen werde ich mit Hilfe von Knöpfen, da wird das erste Thema genutzt, in Ermangelung des anderen Wortes. Werde ich die mit Knöpfen hier drauf nähen. Und dann gibt es hier noch so silberne Konturensticker mit den Sprüchen alles Gute und viel Glück. Und aufnähen werde ich es mit diesen silbernen Lurex-Garn. So, um mir das Ganze zu erleichtern, werde ich mir jetzt erstmal passende Knöpfe raussuchen, mit denen ich diese Herzen dann auf die Karte bringe. Das sollte erstmal reichen. Und jetzt werde ich mir mit der Ahle, sofern ich durchkomme, wahrscheinlich bei den meisten Knöpfen nicht der Fall sein. Aber wir probieren es einfach mal. Hier schon mal Löcher vorstechen. Und dann kann ich nämlich jetzt die Herzen platzieren. Schon mal mit ein bisschen Kleber anbringen. Dazu müsste ich natürlich wissen, wo mein Kleber ist. Blindfischig, wie ich heute anscheinend bin, finde ich meinen asthmatischen Kleber nicht. Deswegen muss ein normaler Klebestift herhalten, mit dem ich die Herzen zumindest erstmal notbehelfsmäßig auf die Karte aufbringe, bevor ich sie dann endgültig festnähe. So, das große Herz kommt relativ zentral. Ja. Und jetzt kann ich mir nämlich die Schneidematte zwischenlegen und einfach die Löcher mit der Ahle auch durch den Kartenraum stechen. Das scheint gut geklappt zu haben. Gut, und dann können wir jetzt auch schon mit dem Nähen anfangen. Ich habe hier noch einen eingefädelten Faden, den können wir erstmal noch benutzen. Dann brauche ich noch etwas Klebeband. So, und nochmal ein Stück Klebeband.
Knöpfe und Silber haben wir schon mal. Jetzt kommt noch ein bisschen mehr Silber. Und die Schrift. So. Jetzt wirkt das Ganze tatsächlich noch etwas leer. Deswegen werde ich mal schauen, ob ich in meiner Embellishment-Kiste nicht noch ein paar Sachen finde, die wir da noch mit dazu tun können. So, und dann würde ich sagen, das ist meine Karte für Hashtag Jaros Kreativkarten zu den Themen Silber, Schrift und Knöpfe. Ja, es ist eine ziemlich einfache und schlichte Karte geworden, aber ich finde sie trotzdem sehr schön. Und ich glaube, viel mehr dürfte jetzt auch tatsächlich nicht mehr drauf sein, sonst wäre es wieder zu überladen. Ja, ich hoffe sehr, dass euch mein Beitrag gefallen hat. Wenn ja, dann lasst mir doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Macht sehr gerne auch mal bei der Aktion mit. Es ist wirklich spannend, einfach mal nach vorgegebenen Themen eine Karte zu arbeiten und sich dann ein bisschen überraschen zu lassen, was dabei rauskommt. Ich bin auch unheimlich gespannt, was die anderen so gezaubert haben. Also schaut gerne auch unter dem Hashtag nach, was die anderen gemacht haben zu dem Thema. Und dann würde ich sagen, ihr könnt hier wie immer meinen Kanal abonnieren. Hier findet ihr das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben.